Wenn ich mir das anschaue, dann fürchte ich, dass wir heute nicht mehr die Kraft haben, diese Inflationswelle wieder zu beenden, wenn sie dann mal in Gang gekommen ist. Und ich sehe leider die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Gang kommt, als nicht gering. Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner. Und mit Professor Dr. Thomas Mayer, dessen jüngstes Buch »Das Inflationsgespenst – Eine Weltgeschichte von Geld und Wert« just am tiefschwarzen Donnerstag, den 24.02.2022, im Ecowin Verlag erschienen ist, zum Zeitpunkt des unfassbaren russischen Angriffs auf die Ukraine. Thomas Mayer zieht Parallelen zur Geschichte und malt ein düsteres Bild einer sich zuspitzenden Inflationsgefahr, gegen die sich Europa nur schwer stemmen kann. Wobei er die schrecklichen Folgen des unabsehbaren, sinnlosen Krieges in Osteuropa in seinen Analysen natürlich noch nicht berücksichtigt hat. Doch am besten lasse ich den prominenten Volkswirten selbst zu Wort kommen. Ja, also ich heiße Thomas Mayer, ich bin Ökonom, beschäftige mich vor allem mit Geld und Finanzen, habe jetzt schon eine längere Karriere hinter mir, angefangen am Kiel-Institut für Weltwirtschaft, dann beim Internationalen Währungsfonds und in den 90er Jahren bin ich dann in den Privatsektor gewechselt, habe bei Salomon Brothers, Goldman Sachs, schließlich bei der Deutschen Bank gearbeitet, war zuletzt dort Chefökonom der Deutschen Bank und habe im Jahr 2014 mit meinen früheren Kollegen Bert Flossbach und Kurt von Storch in ihrer Firma das Flossbach von Storch Research Institute gegründet. Wunderbar. Und Sie sind ein fleißiger Autor. Sie haben ja erst im letzten Jahr ein sehr spannendes Buch, Die Vermessung des Unbekannten, rausgebracht. Jetzt zeichnen Sie mit Ihrem neuen Buch, Das Inflationsgespenst, ja auch ein bisschen düsteres Szenario. Ist die Inflation für Sie eigentlich überhaupt noch ein Gespenst oder ist die schon da? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das mit meiner Herausgeberin besprochen, als wir uns den Titel uns einigten. Und ich sagte, naja, Gespenst hat man so das Gefühl, dass das aus der Vergangenheit irgendwie herüberreicht. Aber es ist wirklich da. Aber sie meinte, nein, nein, das Gespenst, das ist wirklich geistert jetzt bei uns herum. Also der Titel soll schon darauf hindeuten und der Inhalt zeigt es ganz klar, dass meiner Meinung nach die Inflation jetzt da ist. Es wird schwer sein, die wieder so unter Kontrolle zu bringen, dass es keine größeren Nebenwirkungen für die Wirtschaft und die Gesellschaft hat. Da auf die Nebenwirkungen kommen wir gleich. Also gerade Ihre Einleitung, da tragen Sie ja dann schon ziemlich dick auf, da zitieren Sie Faust 2, die Papiergeldszene. Goethe hat sich jetzt eben auf die napoleonischen Kriege damals bezogen und die sehr viel Geld verschluckt haben. Der österreichische Staat war bankrott. Vergleichsweise ist der österreichische Staat oder die EU-Finanzen in einer ähnlichen Situation jetzt? Naja, mich hat also Goethe fasziniert, weil ja. Er war ja nicht nur ein begnadeter Dichter, sondern er war ja auch mal Finanzminister. Er hat was davon verstanden, von den Finanzen. Und Faust ist natürlich ein großartiges Werk. Aber als Ökonom fasziniert einen dort natürlich die Papiergeldszene in Faust 2. Denn dort legt er eigentlich den Finger in die Wunde auf dichterische Art, die ich als Ökonom als Problem unseres Geldsystems sehe. Aber er macht es auf eine tolle Art und Weise. Insofern konnte ich dem nicht widerstehen, hier diese Szene am Anfang des Buches zu zitieren. Es geht ihm ja darum, dass man durch ungezügelte Geldvermehrung, durch Drucken von Zetteln, sagt er, die 1000 Künstler drucken immer mehr Zettel, dass man da
das Volk beglücken kann. Alles blüht auf und scheint alles wunderbar zu gehen. Goethe lässt im Faust offen, was dann daraus folgt. Sein Held, Faust, zieht dann weiter zu anderen Abenteuern. Aber in der Wirklichkeit folgte, wenn man es in der Geldgeschichte betrachtet, folgte nach der Aktivität dieser 1000 Künstler, wie Goethe sie nennt, ja oft ein sehr, sehr großer Kater. Mhm. Wenn die Party vorbei war, kam der Kater. Mhm. Bis hin zu Währungsreformen, Geldentwertung und so weiter. Das heißt, diese Katerstimmung könnte uns auch bald blühen, beziehungsweise um was geht es Ihnen in dem Buch? Also Sie machen ja einen schönen Streifzug durch die Geschichte, wo immer wieder diese Inflation aufgepoppt ist. Sehen Sie da Parallelen oder sollte es nur die Leute aufrütteln, was passieren kann? Ja, wissen Sie, ich schaue mir die Geschichte an, um aus der Geschichte zu lernen. Mit Mathematik allein kann man die Ökonomie nicht betreiben. Man muss die Geschichte berücksichtigen. Um über die Inflation zu lernen, was uns jetzt gerade da widerfährt, habe ich mich dann hingesetzt und einen Blick zurück in die Geschichte des Geldes geworfen. Mhm. Und da habe ich doch entdeckt, indem ich das versucht habe nachzuzeichnen, von den Ursprüngen, also schon im Römischen Reich über China bis dann Europa und unsere jetzige Zeit, habe ich dann mitgenommen aus dieser Geschichte, dass die Geschichte des Geldes ist eine Geschichte seiner Krisen. Mhm. Geld hat ja zwei Funktionen. Es ist auf der einen Seite ein Mittel für den Handel, für den Austausch und zur Wertaufbewahrung. Und auf der anderen Seite hat es die Politik aber auch immer benutzt als Instrument für ihre Zwecke. Mhm. Und in diesem Konflikt haben sich dann oft Geldkrisen entwickelt. Und wenn ich mir jetzt die heutige Situation anschaue, dann sehe ich schon gewisse Parallelen, nicht jetzt mit den ganz großen Geldkrisen der Vergangenheit in Österreich und in Deutschland, denkt man da ja immer sehr schnell an die Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist nicht so richtig das Modell, das man dann sich aus der Geschichte erarbeiten kann, sondern es gibt so Anklänge der gegenwärtigen Zeit an die Erfahrung der sogenannten Stagflation in den 70er Jahren. Und das ist ja eigentlich dann am Ende so meine Warnung in diesem Buch, dass wir Gefahr laufen, eine Stagflation 2.0 jetzt zu erleben. Ja, und das haben wir ja gesehen, in den 70er Jahren ist es ja erst zum Ende des Jahrzehnts gekommen. Könnte uns das schon Mitte des Jahrzehnts sozusagen ereilen? Also eine Zeitlinie da aufzulegen ist unheimlich schwierig, ich würde sagen unmöglich. Es entwickelte sich damals in den Anfang der 70er, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre ein Geldüberhang. Es war zu viel Geld in der Welt, zu viel Dollars. 1971 führte diese Dollarschwemme dann zur Abkopplung des Dollars vom Gold unter Richard Nixon. Und dann kam 1974 kam dann der Zündfunke für die Inflation in Form von rapide steigenden Ölpreises. Das schoss in die Höhe, sog die Inflationsrate hoch und führte dann in Reaktion darauf auch zu Lohnsteigerungen, die dann die Inflation dynamisierten. Das heißt also, die Geschichte beginnt eigentlich Anfang der 70er, 71 mit der Loslösung des Dollars vom Gold, dann kommt der Zündfunke, 74 mit der Ölpreisexplosion und dann wird das Ganze dynamisch. Mhm. Und wenn wir jetzt mal anschauen, was heute los ist, dann hatten wir eine
deutliche Zinssenkung seit der Eurokrise und dazu dann in der Pandemie eine ungezügelte Geldvermehrung. Wir haben einen gewaltigen Geldüberhang, es ist unheimlich viel Geld in der Welt. Jetzt erfolgte nach der Wiederbelebung der Wirtschaft, sehen wir auf breiter Front Preissteigerungen von Vorprodukten und Zwischenprodukten bis hin zu Schiffsfracht. Und diese Preissteigerungen, die sind jetzt nicht so konzentriert wie 1974, wo es um den Ölpreis ging, sondern die sind jetzt, betreffen jetzt eine ganze Reihe von Rohstoffen. Wir sind so Halbleitern, ja. Das ist jetzt der Zündfunke. Jetzt ist der Zündfunke ist da, der Geldüberhang ist da und die Gefahr ist jetzt, dass dieser Prozess dynamisiert wird durch die Lohnerhöhungen. Und dann kriegen wir, wie in den 70er Jahren, so eine Inflationswelle, die dann, da genügend Geld da ist, von selbst nicht mehr aufzuhalten ist. Damals dann, nach den 70er Jahren, nach der Erfahrung dieser Zeit der hohen Inflation und des ungenügenden Wirtschaftswachstums, nach dieser Zeit kam dann ein US-Federal Reserve-Präsident Paul Volcker her und stoppte diesen Prozess. Und zwar mit unheimlicher Gewalt. Der Realzins stieg auf zweistellige Raten. Der Real, also nach Inflation, der Nominalzins, der politische Leitzins ging über 20%. Das ist heute unvorstellbar. Der amerikanische Staatsanleihe mit 10-jähriger Laufzeit rentierte nominal 16%. Und damit stoppte Volcker diese Inflationsdynamik und verankerte das System neu. Wenn ich mir das anschaue, dann fürchte ich, dass wir heute nicht mehr die Kraft haben, diese Inflationswelle wieder zu beenden, wenn sie dann mal in Gang gekommen ist. Und ich sehe leider die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Gang kommt, als nicht gering. Das heißt, man hat eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, das Entgleiten der Schulden aufzuhalten, beziehungsweise wie kann ich mich da dann als Anleger aufstellen? Gar nicht. Ja, also wenn man sich diese Perioden der höheren Inflation betrachtet, und wir reden jetzt gar nicht über Hyperinflation, in der Zeit der Hyperinflation, da brauchte man Land, man brauchte wirklich harte Werte. Gold war eine große Absicherung in der Hyperinflation. Wenn man sich die Zeiten höherer Inflation anschaut, muss man halt feststellen, dass nominale Anlagen, seien das jetzt Girokonten, Guthaben auf Girokonten oder Spareinlagen oder Geldanlagen in Anleihen, dass die letztendlich zu Geldvernichtung für den Anleger führten. In dieser Zeit ist der nominale Zins in der Regel unter der Inflationsrate, sodass die Zinszahlungen gar nicht mehr den Anstieg der Lebenshaltungskosten ausgleichen. Und am Ende kriegen sie dann einen Betrag zurückbezahlt, dessen Kaufkraft deutlich gesunken ist. In dieser Zeit muss sich der Anleger also auf sogenannte reale Werte konzentrieren. Dazu gehören sicherlich Immobilien. Dazu gehören aber auch Aktien. Aktien sind Unternehmensbeteiligungen und die Unternehmen haben viel eher die Möglichkeit, Kostensteigerungen dann in die Preise überzuwälzen, weiterhin Gewinne zu machen und ihre Dividendenzahlungen für den Anleger an die Inflation anzupassen. Das heißt also, wenn die Gewinne nominal steigen, können die Unternehmen nominal höhere Dividenden ausschütten, die dann wiederum der Entwertung durch die Inflation entgegenstehen. Ja. Also insofern sind Aktien ganz sicherlich eine Anlage, die man in diesen Zeiten bevorzugen sollte. Und ja, Gold ist natürlich
immer ein Inflationsschutz. Es ist in letzter Zeit, hat es sich nicht ganz so gut bewährt. Es ist nicht so gut gelaufen. Und da könnte natürlich eine Rolle spielen, dass in unserer heutigen Zeit Goldersatzwährungen zunehmend jetzt das Interesse beflügeln. Und das gehören natürlich die Kryptowährungen. Mhm. Zum Teil könnte es so sein, dass Geld, das früher mal in Gold geflossen wäre, fließt jetzt eben in andere Dinge rein, zum Beispiel Bitcoin. Ja, Sie unterscheiden dann ja in Ihrem Buch zwischen Wert und Schein. Wo würden Sie denn da Bitcoin einordnen dann? Das ist sicherlich eine gute Frage. Ich habe lange Zeit geglaubt, Bitcoin ist eigentlich Schein und kein Wert. Mhm. Nach einigem Nachdenken bin ich aber drauf gekommen, dass Bitcoin schon einen Wert darstellt, weil es doch von einer ziemlich inzwischen, glaube ich, festen festgefügten Gemeinschaft getragen wird. Ich vergleiche auch in meinem Buch Geld ein bisschen wie Sprache, ja, also mit der Sprache tauscht man Ideen auf, man kann Ideen in der Schriftsprache sogar aufbewahren und insofern ist Geld ja ein Mittel zum Austausch von Waren und Dienstleistungen und man kann damit auch Werte aufbewahren. Verfolgt man diese Analogie weiter, dann ist es ja so, dass es Hochsprachen gibt, die zum Teil auch staatlich, ja, gepflegt werden. Yeah. So geht es staatliches Geld gibt. Und dann gibt es aber auch Dialekte, die Leute sprechen. Ja. Yeah. Und mir scheint, dass sich Bitcoin zu einem Dialekt oder man könnte modern sagen, zu einem Slang entwickelt hat, den eine sehr, würde ich mal sagen, eng verbundene Gemeinde spricht, die sogar größer wird. Mhm. Insofern denke ich, dass diese Art der Geldsprache, wenn Sie so wollen, also die Kryptowährungen, das Bitcoin, hat inzwischen jetzt so viele Anhänger, dass es nicht mehr verschwinden wird. Mhm. Es ist für viele Leute inzwischen einfach ein Mittel, vor allem zur Wertaufbewahrung. Es ist wie ein Slang, wie eine jetzt mal nicht Hochsprache, sondern eine volkstümliche Sprache einfach da. Und ich denke nicht, dass das wieder verschwinden wird. Also insofern, um Ihre Frage zu beantworten, ja, ich denke, es ist vom Schein zu einem Wert geworden. Ja, auch wenn die hohe Volatilität, die wir jetzt gerade zuletzt gesehen haben, eigentlich nicht als Wertspeicher angesehen werden kann. Ist immer eine Frage des Zeithorizonts. Ja? Okay. Also wenn man sich das, natürlich, ich gebe Ihnen völlig recht, also da wird einem ja schwindelig, wenn man sich anschaut, wie der Preis von Bitcoin Tag für Tag, Woche zu Woche, Monat für Monat, sogar Jahr für Jahr sich wandelt. Schaut man aber die längere Zeit an, muss man einfach sagen, er hat sich enorm gut entwickelt. Ja. Ja, er kam von praktisch nichts. Ja. Auf Größenordnungen, die jetzt in der letzten Zeit so um die 30.000 bis hoch knapp $50.000 geschwankt sind. Also Bitcoin hat natürlich enorme Schwankungen. Ja. Man sieht mal Werte von deutlich über 40.000 und dann sackt es wieder ab auf etwas unter 30.000 und kurzfristig betrachtet ist das natürlich schwindelerregend, aber wenn man sich das längerfristig anschaut, muss man halt schon feststellen, dass Bitcoin von beinahe nichts doch zu einem erheblichen Preis aufgestiegen ist, der sich möglicherweise, und ich denke, dass die Möglichkeit ist gar nicht so gering, der sich möglicherweise auch weiter fortsetzen könnte. Mhm. Das heißt, Ihrer Meinung nach gehört das auch zur Diversifikation ins Portfolio schon? Wahrscheinlich in kleinen Dosen, aber auch? Es ist tatsächlich auch ein bisschen eine Frage jetzt des eigenen Naturells des Anlegers. Ja. Ich würde also Leuten, die mit Volatilität eher
sagen wir, Ehrfurcht vor Volatilität, da würde ich das nicht empfehlen. Da ist Gold, das ist vielleicht nicht ganz so dynamisch wie Bitcoin. Aber die Volatilität von Gold ist doch deutlich geringer als die von Bitcoin. Wer sich nicht scheut vor dieser Volatilität, denke ich, der kann schon einen überschaubaren Betrag in diese Anlageklasse investieren. Aber man muss natürlich immer sozusagen bereit sein, diese Volatilität zu ertragen. Was Sie Gold angesprochen ist, haben, das ist auch eine häufige Frage meiner Hörerinnen momentan. Rechnen Sie eigentlich weiterhin mit negativen oder null Realzinsen? Weil wenn die Nominalzinsen, die werden ja steigen durch die Inflation irgendwann, dann wird die EZB auch reagieren müssen. Und Zinsanstiege sind ja normalerweise Gift für Gold. Ja. Ist es trotzdem ratsam? Halten Sie Gold trotzdem für ein interessantes Asset momentan? Ich halte es nach wie vor für ein interessantes Asset. Es ist sehr gut gelaufen am Anfang der Pandemie. Dann lief es etwas seitwärts mit leichter nachgebenden Perioden. Aber historisch gesehen hat es sich immer als Inflationsschutz längerfristig bewährt. Mhm. Gold hat dann ein großes Problem, wenn die Nominalzinsen über die Inflation steigen. Jetzt halte ich das für wenig wahrscheinlich. Wir sehen, dass die Zentralbanken, insbesondere jetzt die Federal Reserve, ihre Geldpolitik etwas ändern möchte. Aber wenn man sich anschaut, um was es da geht, da muss man einfach feststellen, dass das nur ein vorsichtiges Nachziehen der Nominalzinsen hinter der gewaltigen Inflationsentwicklung ist. Wir haben die Inflation in den USA von beinahe null auf kürzlich 7% steigen sehen. Das heißt also, der Realzins ist ja wirklich gewaltig tiefer in den Keller, ins Negative gefallen, wenn ich jetzt mal so annehme, sehr, sehr primitiv. Ich nehme den Nominalzins und ziehe die laufende Inflationsrate ab. Ne? Da hatten wir eine gewaltige Zinssenkung. Und wenn man sich die Erwartungen der Federal Reserve anschaut, wie sie im letzten Treffen im Dezember formuliert wurden, das soll in der Konsensprognose der Mitglieder des Federal Open Market Committee die Fed Funds Rate, also der politische Leitzins in den USA, auf mittlere Frist, also das ist so die Endprognose in ein paar Jahren, ich glaube 2024, wenn ich mich recht erinnere, da soll die gerade mal auf 2% steigen, die Fed Funds Rate. Gleichzeitig prognostiziert dieser Rat eine Inflationsrate in diesem Jahr auf ebenfalls 2%, das heißt ein Realzins von null. Wir kommen also von einem negativen Realzins auf einen Realzins von null. In der Meinung, in der Sichtweise der geldpolitischen Akteure in den USA, das ist alles andere als eine restriktive Geldpolitik. Das ist im Grunde genommen einfach nur ein bisschen den Fuß vom Gaspedal genommen, aber es ist keinerlei Bremswirkung zu sehen und es ist schon gar nicht vergleichbar, überhaupt nicht vergleichbar mit der Vollbremsung, die wir unter Volcker Anfang der 1980er Jahre gesehen haben. Ja, also das erklärt auch, warum die Aktienmärkte nicht so nervös sind bei den Aussagen der Fed. Und wahrscheinlich in Europa ist es noch ärger, also mit dem Realzins, weil einfach Italien und Griechenland etc., die könnten sich wahrscheinlich eine Zinserhöhung ja gar nicht leisten. Und deswegen muss man da sozusagen als Anleger nicht zu nervös werden, was den Realzins betrifft, oder? Das ist absolut richtig. Die Märkte waren natürlich Anfang dieses Jahres verunsichert. Wir hatten einen ganz schlechten
Start in das Aktienjahr. Es ist einer der schlechtesten Januare, die wir gesehen haben im Aktienmarkt. Aber das rührt halt daher, dass die Märkte sich jetzt mit dem Gedanken mal anfreunden müssen, dass die Geldschwemme nicht ewig weitergeht. Das heißt also, wir kommen ja aus einer Zeit, in der wir eine gewaltige Geldschwemme gesehen haben, die sich dann auch in enorme Aktienpreissteigerungen niedergeschlagen hat. Nicht, wenn der MSCI World letztlich um 30% in einem Jahr hoch war, sieht man jetzt, was für eine Droge da in dem Markt war. Nicht? Also die waren jetzt wirklich in einer rauschenden Party. Und jetzt sehen Sie, dass die Bohle vielleicht nicht mehr ganz so reichlich fließt, aber sie ist bei weitem, wird sie nicht weggeschlossen. Die kommt immer noch. Also musste sich der Markt jetzt mal ein bisschen auf eine Zeit einstellen, in dem die Party jetzt mal ein bisschen gedämpfter geht. Ja. Aber es ist eigentlich auch den Beobachtern klar, dass die Fed nicht darauf aus ist, jetzt eine Vollbremsung hinzulegen. Und wenn sie ihre Zinsen vorsichtig anhebt, was sie ja eigentlich auch signalisiert hat, dem Markt, dann werden halt weiterhin die Gewinne der Unternehmen wachsen, wie wir jetzt auch in der Berichtssaison gesehen haben. Und das wird den Markt auch stützen. Und sie sprechen die EZB an, die auch wichtig ist. In meinem Buch vertrete ich ja die These, dass die Federal Reserve unter Finanzdominanz steht. Das heißt, die Fed muss aufpassen, dass sie keine Aktionen macht, die den Markt umwerfen könnte. Denn das kommt in den USA ganz schlecht an. Dann haben viele Pensionäre Angst um ihre Rente. Viele Häuslebauer, wenn die Hauspreise runtergehen, werden extrem unzufrieden. Die Politik wird unzufrieden. Also die Fed muss aufpassen, dass sie den Markt nicht beschädigt. Die EZB tickt ein bisschen anders. In Europa spielt der Aktienmarkt nicht die große Rolle in der Gesellschaft wie in den USA. Aber die EZB steht unter sogenannter Fiskaldominanz. Das heißt also, sie hat sich den Euro-Staaten ausgeliefert. Das begann mit Mario Draghis Versprechen zu tun, was immer es brauche, um den Euro zusammenzuhalten. Er hat zwar damals hinzugefügt innerhalb des Mandats, aber das wurde schnell vergessen. Inzwischen hat die EZB das, was die Militärs Mission Creep bezeichnen. Also sie weitet ihre Mission immer mehr aus. Sie wird zum Finanzier der Euro-Staaten und kann eigentlich nicht wirklich kraftvoll gegen die Inflation ankämpfen durch hohe Zinsen, denn das würde hochverschuldete Staaten stark unter Druck bringen. Und natürlich ist der Elefant im Raum Italien. Insofern muss die EZB darauf achten, dass der italienische Spread, lo spread, sagen Italiener, der Abstand der italienischen Zinsen für 10-jährige Staatsanleihen zu den deutschen Bundesanleihen, dass der in einem überschaubaren Umfang bleibt. Und darauf achtet die EZB quasi. Okay. Darauf achtet die EZB. Ja, sie ist gefangen der Euro-Staaten inzwischen. Haben wir nicht ein Wahnsinnsphänomen, was wir noch nie gesehen haben, dass weltweit die Inflation so ansteigt? Und welche Währung ist dann überhaupt stabil? Muss man sich dann vor einer Lirarisierung des Euros überhaupt fürchten, wenn die anderen Blöcke auch abwerten? Ja, mit diesem Schlagwort ist es ja, mit diesem Schlagwort der Liraisierung fasse ich einen Vorgang zusammen, der sich im Verlauf der letzten Jahre seit der Euro-Krise erst schleichend und dann offen und sehr schnell vollzogen hat. Und das ist die Veränderung der
Natur der Währungsunion, des Modells, des ökonomischen Modells der Währungsunion, von dem, was ich das nordische Modell nenne, zu dem, was ich das lateineuropäische Modell nenne. So was war das nordische Modell? Mhm. Das nordische Modell, inspiriert von den sogenannten frugalen Ländern, ja, über die wir jetzt ja reden, also dazu gehörte mal Deutschland, aber dazu gehören heute ja die Holland, Österreich, dann auch die Schweden sind dabei und die Dänen. Also dieses nordische Modell beruht darauf, dass die Geldpolitik strikt unabhängig von der Politik agiert, dass sie allein auf Preisstabilität achtet, dass der Staat eine sogenannte harte Budgetrestriktion hat. Das heißt also, er muss aufpassen, dass seine Ausgaben nicht zu stark über seine Einnahmen steigen. Und da hatten die nordischen Staaten versucht, in den Verträgen die Währungsunion auf dieses Modell zu verpflichten. Mhm. Problem war aber, dass Südstaaten, nicht nur im Süden, sondern auch eben Frankreich, deshalb nenne ich das die lateineuropäischen Staaten, mit diesem Modell nicht zurechtkamen. Traditionell oder in der Vergangenheit war es ja so, dass in diesen Ländern, vor allem in Italien, das ist ja immer ein gutes Beispiel, das Wirtschaftsmodell ein ganz anderes war. Gab es eine enge Verschmelzung zwischen Geld und Fiskalpolitik. Die Banca d'Italia war über viele Jahre verpflichtet, Anleihen aufzukaufen im Markt, die der Staat nicht zu ihm genehmen Preisen, also zu erträglichen Zinsen, für ihn erträglichen Zinsen absetzen konnte, wie die EZB. Die Banca d'Italia in der Vergangenheit immer sehr viele Staatsanleihen aufgekauft. Also es gab diese Verbindung zwischen Geld- und Fiskalpolitik. Die Politik hat sich in die Wirtschaft stark eingemischt. Mhm. Ja, in Frankreich durch Planifikation, in Italien durch große Staatskonzerne. Das sehen wir jetzt auch wieder, auch im Rahmen jetzt der grünen Transformation. Also von daher gesehen haben wir das nordische Modell abgeschafft, komplett. Und sind jetzt ganz auf dem lateineuropäischen Modell. Und das ist ein Fehler. Und das ist ein Fehler. Und jetzt, wenn man sich das mal anschaut, dann hat dieses lateineuropäische Modell in der Vergangenheit immer zu relativ hoher Inflation und Währungsabwertung geführt. Ich nehme mal wieder Italien, Frankreich ist auch sowas, auch ein Beispiel. Auch die Franzosen hatten eine hohe Inflation und deshalb hatten sie mal ein paar Nullen gestrichen hinterm Front, vom Ensemble. Zum Nouveau Franc, dann waren ein paar Nullen weg. Die Italiener haben nicht so viele Probleme mit den Nullen. Insofern hat die Lira sich immer weiter erhöht. Und ich habe mir das mal angeschaut. In der Zeit von 1971, nachdem also die Lira vom Dollar abgelöst war, der damals ans Gold gebunden war, also im Bretton Woods-Währungssystem, als das zerfiel, da hatte die Banca d'Italia nicht mehr den Schutz zu sagen gegenüber der Politik, hört mal, ich kann euch nicht aushelfen, ich muss ja die Lira gegenüber dem Dollar stabil halten, der ans Gold gekoppelt ist, das war weg. Und da hat die Politik dann, die Banca d'Italia, eben zu dieser Verschmelzung von Geld- und Fiskalpolitik verpflichtet. Die Inflationsrate war im Schnitt zwischen 1971 und dem Eintritt in die Währungsunion pro Jahr im Schnitt 9,5% und die Lira wertete um 82% gegenüber der D-Mark ab in dieser Zeit. Die Italiener flüchteten in Realwerte. Zwangsläufig waren dann natürlich Sparguthaben oder Girokonten. Die wurden über die Zeit natürlich, die litten an Schwindsucht, an Wertschwindsucht. Also flüchteten die Italiener in Sachanlagen. Das waren damals halt vor allem Immobilien. Und deshalb haben die Italiener heute sehr viel mehr Immobilienbesitz als, sagen wir mal, die Deutschen oder die Österreicher. Und ich denke, dass wir jetzt halt dieses Modell übernommen haben. Deshalb spreche ich von der Liraisierung. Und deshalb würde ich erwarten, dass eben mittel- und langfristig der Euro viel höhere Inflationsraten verzeichnet als in der Vergangenheit.
und dass er in der Tendenz abwertet. Jetzt fragen Sie natürlich, gegen wen? Ja. Da ist sicherlich, denke ich, eine Abwertung gegenüber dem Dollar angesagt, aber wie wir besprochen haben, ist der Dollar natürlich auch unter Druck, weil auch die Federal Reserve den Staat finanziert, obwohl es dort immer noch mehr Chancen zur Erneuerung des Dollars, zur Rückkehr zu einer härteren Währung gibt. Aber immerhin ist der Dollar auch unter Druck. Also aber relativ gesehen würde ich mal sagen, ist der Dollar immer noch die bessere Anlage als der Euro. Und dann kommen natürlich eben wieder, wir haben ja darüber schon gesprochen, die privaten Währungen ins Spiel, also Gold oder Kryptos. Oder Tauschhandel. Tauschhandel ist eine schlechte Sache, ja. Also ich meine, Sie brauchen immer ein Medium zum Tausch. Es ist immer schwer, den richtigen Tauschpartner zu finden. Deshalb haben die Leute immer wieder Medien erkoren, auch wenn es kein offizielles gab. Ja, also nach dem Zweiten Weltkrieg, man kennt das vielleicht noch aus den Erzählungen der Eltern oder Großeltern, da waren sie Zigaretten, die zur Währung wurden. Ja. Also es gab dann immer wieder Dinge, die man dann brauchte, um den Tausch abwickeln zu können. Ja, aber eins, da entlasse ich Sie noch nicht ganz mit dem Dollar, weil die Staatsverschuldung, die Staatsschuldenquote ist ja viel, viel höher in den USA. Wieso haben die nicht das gleiche Problem wie der Euro dann? Ja, die haben nicht das Problem, weil sie eine Zentralbank und einen Staat haben. Okay. Und wir haben viele Staaten im Euroraum und eine Zentralbank. Und das führt dazu, dass der einzelne Staat im Euroraum wohl den Geldsegen nutzen kann, den ihm die EZB gewährt. Aber die Kosten dieses Geldsegens, Inflation, die tragen dann alle. Okay. Also man kann sich sozusagen auf Kosten der anderen kann man sich bereichern, wenn Sie so wollen. Ja. Also ich vergleiche das halt immer mit einer Wohngemeinschaft, mit gemeinsamer Kasse, in der halt nicht alle Mitglieder immer die Miete rechtzeitig in die Kasse einzahlen und nicht alle dafür schauen, dass ordentlich geputzt ist. Okay. Und dann hat natürlich derjenige, der immer solide einzahlt und immer schön putzt, der hat das Nachsehen. Die anderen leben ein bisschen auf seine Kosten. So, das ist eigentlich bei dem Dollar ist ein bisschen anders. Ja? Yeah. Und deshalb traue ich halt den Amerikanern immer noch zu, dass sie wieder einen neuen Anlauf machen und sich wieder erneuern. Zum Beispiel war natürlich die Staatsverschuldung nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA auch gewaltig. Und dann hat man sich wieder zurückgearbeitet auf eine solide Basis. Ja. Anfang der 80er Jahre war die Staatsverschuldung dann wieder 30% des Bruttoinlandsprodukts, nachdem sie nach dem Zweiten Weltkrieg auch über 100% war. Also der Dollar hat schon viele Geldordnungen erlebt. Ja. Er war mal ein Verwahrschein für Gold, das Goldgräber zu Banken gebracht haben. Er war mal nur auf bundesstaatlicher Ebene da. Dann wurde er aber auch mal während des Bürgerkriegs zur reinen Papierwährung. Dann kam er wieder zurück zur Golddeckung. Also der Dollar hat viele Leben. Der Euro, eine junge Währung, die bisher noch nie so richtig zu sich selbst gefunden hat. Denn wir haben ja gar keine Währungsunion, wir haben ja nur eine Bargeldunion. Das Bargeld, die Scheine und die Münzen haben ja die gleiche Kreditqualität im Euroraum. Die Bankeinlagen, die ja den Großteil der Geldmenge darstellen, sind ja von sehr unterschiedlicher Qualität, abhängig natürlich von der Zahlungskraft der Staaten, ihre Banken zu retten, wenn mal was schief geht. Das haben die Griechen erlebt, ja, was dann passiert. Das heißt, sind vielleicht auch die Amerikaner gescheiter, weil sie ihr Geld außerhalb USA verliehen haben und die Europäer eben in Europa verschuldet sind? Der US-Dollar ist natürlich weiterhin und wird es wohl auch bleiben, die globale Leitwährung. Und das beschert den Amerikanern das, was ein amerikanisch-belgischer Ökonom mal das exorbitante Privileg. Ich war, glaube ich, der französische Präsident Giscard d'Estaing, der sagte, es gibt den Amerikanern das exorbitante Privileg, sich in Dollar zu verschulden. Und
damit im Grunde genommen eigentlich Einkünfte aus dem Rest der Welt zu beziehen. Mhm. Ich glaube, diese Chance wird der Euro wohl nicht haben, aufgrund eben der Probleme, die wir gerade besprochen haben, dass eine Kunstwährung ist, die unvollendet geblieben ist und jetzt unter fiskalischer Dominanz der hochverschuldeten Euro-Staaten steht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der Herausforderer, der kommt jetzt für den Dollar, der kommt aus China. Natürlich versucht China im Kampf mit den USA um die globale Hegemonie natürlich auch den Remit zur Leitwährung zu machen. Und da wird sich eigentlich der große Kampf abspielen. Interessanterweise hat die People's Bank of China diese Geldflut nicht in der Weise mitgemacht wie die Federal Reserve oder die EZB. Mhm. Und China ist sehr viel weiter als während der Einführung eines digitalen Renminbi. Was wird die Digitalisierung der Weltwährungen eigentlich noch auslösen in dem Abwertungsspiel? Also um die Digitalisierung werden die Zentralbanken nicht herumkommen. Sie mögen das nicht. Ja. Sie möchten eigentlich am althergebrachten Papiergeld festhalten oder am liebsten das auch noch abschaffen und gleich nur das Bankengeld im Umlauf haben, denn dann können sie Negativzinsen für alle verlangen. Dann kann sich der Bürger nicht mal ins Papiergeld flüchten. Das möchten sie zwar, aber sie haben doch gemerkt, dass sie den Fortschritt, die Digitalisierung nicht aufhalten können. Jetzt versuchen sie sowas wie eben digitales Zentralbankgeld auf das bestehende Geldsystem aufzupropfen. Also das heißt, nichts Grundlegendes ändern am bestehenden Geldsystem, in dem Geld über Kreditvergabe geschaffen wird. Und versuchen Sie einfach sozusagen einen bedingten Papiergeldersatz da zu schaffen. Aber damit, denke ich, werden Sie nicht die Nachfrage der Konsumenten treffen. Die wollen richtiges Kryptogeld haben. Wie sehen Sie eigentlich die europäische Hausgemeinschaft in 10 Jahren? Wird es dann nur noch weniger Mieter geben und man wird den Kern Europa haben, die vielleicht noch die Währung haben? Oder muss es zum allgemeinen Schuldenschnitt kommen? Oder wie kann man jetzt das Problem lösen? Also ich orientiere mich da halt auch an dem Modell Italien. Das war jetzt die italienische Lira, die hatte ja keine Art Schlaganfall, wie sagen wir mal, die Reichsmark nach dem Ersten Weltkrieg oder die Reichsmark nach dem Zweiten Weltkrieg, dass sie so mit einem Schlag einfach weg war und dass was Neues dann kommen musste. Sondern die Lira hatte ja eine schleichende Geldkrise, die dann dazu führte, dass sich die politische Meinung im Land änderte. Man war ja dann insgesamt gesehen sehr eurofreundlich. Man erhoffte sich ja eigentlich vom Euro stabiles Geld und dachte, mit dem Euro kann man sich ja an die Mark anlehnen, die ja über die Nachkriegszeit in Europa so zur Leitwährung wurde. Wenn wir jetzt also über längere Zeit höhere Inflation und Währungsabwertung erleben, ohne dass die Zentralbank und die Staaten was dagegen unternehmen, wird sich einfach innerhalb der Gesellschaften im Euroraum wird sich halt ein Stimmungswandel vollziehen, dass man doch gerne was anderes hätte als den Euro. Und dann ergeben sich dann Gelegenheiten, man weiß, kann jetzt noch nicht sagen, was konkret das sein wird, ergeben sich Gelegenheiten, dass man sich umorientiert. Ich könnte mir vorstellen, aber das ist nichts weiter als eine Vorstellung, ne? Dass man sich dann halt auf Kryptowährungen doch umorientiert. Vielleicht gibt es weitere Entwicklungen? Man könnte sich auch eine auf Gold basierende Kryptowährung vorstellen. Man kann sich vorstellen, dass große private Unternehmen Kryptowährungen als Privatgeld herausgeben. Facebook hat es mit Libra dann Diem versucht, ist gescheitert. Aber das muss ja nicht das Ende sein. Möglicherweise bekommen wir dann sowas
wie einen schleichenden Verdrängungsprozess, wo die Leute sagen, was soll ich denn noch mit dem Euro, wenn ich dann, ich weiß es nicht, wenn ich dann, ich bin sowieso ein Shopper auf Amazon, dann kann ich doch gleich die Amazon Coin nehmen, ne, oder okay. Sowas. Ja. Ich will da keine Werbung oder Prognose machen, das soll nur mal so als Beispiel. Und das immer wieder am Anfang unseres Gesprächs. Deswegen kann man sich eigentlich gegen dieses Szenario nur wappnen, indem man vermehrt in Sachwerte investiert. Und da haben Sie in erster Linie Aktien mal genannt. Ich denke, es gibt zwei Regeln, die man beachten sollte bei der Anlage. Robuste Anlagen wählen, also Anlagen, die auch mal Schläge einstecken können und dann wiederkommen. Inzwischen halte ich sogar Bitcoin möglicherweise für robust, ne? Das steckt Schläge ein und kommt dann wieder. Mhm. Das ist natürlich, die Geschichte ist noch nicht fertig auserzählt von Bitcoin, aber man sieht, dass es so eine gewisse Robustheit hat. Also unter robust verstehe ich, dass ein Boxer mal auch zu Boden geht, aber er steht wieder auf, bevor er rausgezogen ist. Da bisher kann man sowas sehen. Robustheit sollten die Anlagen aufweisen, also nicht umfallen und tot dann da liegen. Und das Portfolio muss resilient sein. Das heißt also, wenn tatsächlich in bestimmten Bereichen Totalschaden entsteht, muss genügend noch da sein, dass es wieder wächst, dass es wieder raufkommt. Also Robustheit und Resilienz in der Anlage. Und das erreicht man heutzutage eben mit den schon erwähnten Aktien, Immobilien durchaus. Gold, Kryptowährungen. Man erreicht es aber nicht mit Anleihen, die eigentlich nur mögliche Verluste ohne Gewinn versprechen. Und man erreicht es auch nicht mit Girokonto-Einlagen oder Spareinlagen, die an Schwindsucht über die Zeit leiden. Herr Professor Meyer, das war wie immer ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Und ich wünsche Ihnen sehr, sehr viel Erfolg für Ihr Buch. Alles Gute, Herr Meyer. Wiedersehen, Frau Gissner. Hat mich gefreut. Tschüss. Tschüss. Über aktuelle Börsenaufreger und Ereignisse berichtet Werktag für Werktag übrigens die kleine Podcast-Schwester der Geldmeisterin, die Börsenminute. Überall, wo es Podcasts gibt, auf YouTube, Facebook, LinkedIn, Xing und auch auf www.geldmeisterin.com. Und am Schluss noch der Disclaimer. An dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis, dass die Inhalte dieses Podcasts, der Videos und der Webseite geldmeisterin.com ausschließlich der allgemeinen Information dienen und die ganz persönliche Meinung der Geldmeisterin und von Julia sind. Es handelt sich keinesfalls um Investmentempfehlungen, Rechts- oder Anlageberatungen. Das Gesagte, Geschriebene und Dargestellte kann und soll auch nicht das persönliche Gespräch mit deiner Finanzberaterin ersetzen. Auch sind weder die Geldmeisterin noch Julia Kistner informiert darüber, wie es mit deiner Vermögenssituation ausschaut, deinen Bedürfnissen, familiären Umständen, deinem Finanzwissen, die Risikoneigung oder deinen Anlagehorizont. Anlegen erfolgt daher auf eigene Gefahr. Die Geldmeisterin und Julia Kistner haften nicht für Anlageentscheidungen, die aufgrund ihrer Medienbeiträge getroffen werden. Kurzum, für die Geldmeisterin und Julia Kistner war es immer ein Vergnügen, dich bei deinem Vermögensaufbau zu inspirieren. Auf deinen eigenen, persönlich richtigen Geldesel musst du schon selbst setzen. Viel Erfolg!